Hey, yo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Total War Warhammer 2. Ich hoffe, hier passt alles. Sieht soweit ganz gut aus. Sehen müsste man mich. Ja, oh, nicht optimal, aber die Kamera resettet sich immer so komisch. Weiß nicht. Und ich könnte nochmal gucken. Lass mich mal schauen. Ah, also ich nochmal ein bisschen schubse. Aber, ja. So, schau mal. So? Nee. Nö. So ungefähr. Ich glaube, so ist besser. Speichern kann man es nicht. Aber so müsste es passen. Ist ein bisschen dunkel, aber ich will jetzt hinten gar nicht zumachen. Tatsächlich. Muss nicht sein. So. Ich hoffe, der Sound funktioniert. Ich habe noch nicht geguckt, ob er zu krass laut ist. Das würde ich vielleicht gleich nochmal machen. Wisst ihr was? Das schauen wir jetzt kurz. Die Zeit nehme ich mir. Ich mache das hier ganz unprofessionell. Passt mal auf. So, unprofessioneller geht's gar nicht. Den muss ich noch umbenennen, auch interessant. Nee, So, schauen wir mal. Hey, yo. So. Schlecht, aber bringt mir jetzt nichts. Dass sie. Boah, ich spiele das so schlecht. Ich habe die Vorhut nicht aktiviert. So. Okay, ich glaube, der Sound ist in Ordnung. Das Spiel ist ein bisschen leise. Dann würde ich das Spiel jetzt einfach ein bisschen lauter drehen nochmal. Und mich ein bisschen leiser. Nur so ein Dezibel. Okay, gut. Ja, wir sind nach wie vor hier. Wir machen irgendwie richtig Kohle. Ich weiß nicht warum. Aber ja. Irgendwie ist der, ist dieses Ding, ich verstehe halt nicht, wo das Geld herkommt. Weil das macht drei, oh, Hauptquartier macht 500. Wo kommen die plus 73 her? Die plus 73%, das frage ich mich. Weil auch hier plus 73%, aber Klamour, sehr gut, 300. Dann 600, ja, 600. Das nochmal 600, ja, das läppert sich, okay. Nice. Gut. Auf einmal stimmt das Geld gar nicht mehr. Okay, jetzt oder whatever. Gut, wir plündern hier noch und ich glaube, das kann ich auch lassen. Die mag mich nicht. Stimmt, die hat ja aufgelöst. Die hat ja... Genau, die hat ja aufgelöst, dass sie... Richtig, richtig, richtig. So, das ist ein bisschen was wert. Nahrung passt. Sie hat's aufgelöst. Das heißt, aber wir sind noch, doch, wir sind im Krieg. Wir sind im Krieg. Das heißt, ich könnte mit dieser Armee. Aber ich komme halt nicht hin. Und ich habe auch hier nur eine schlechte Armee, weil die andere ja gestorben ist. Richtig. Gut, ich ziehe mich jetzt mal einmal zurück. Das Plündern ist nett und so, aber ich sollte hier ein bisschen defensiv stehen. Genau, Rell läuft, weil ich ja, das alles ein bisschen schlecht gemacht habe. Die eine Schlacht, ich weiß nicht. Ja, genau, die Quest, die habe ich verkackt. So raus, ja, gut. Also alles ganz fürchterlich schlecht gemacht. I will kill you. So, jetzt macht er Krieg. Die fangen an, mich zu mögen. Why? Muss ich gleich mal gucken, warum die Zwerge mich irgendwie... Also noch mögen sie mich nicht, aber die Diplomatie ging hoch. Da müsste ich mal gucken, was es damit auf sich hat. So, danach könnte ich die Verlustverstärkungsrate noch forschen. Greetings. What do you require of Karakazol? Plündern, plündern, plündern. Oh. Aha. Okay. Gut, das wird irgendwann aber aufhören. Many are the grudges against your kind. Ja, die Grudges. Okay. Wie lange noch? Bis der zurückkehrt. Wissen wir nicht. Gut, noch zwei Runden, bis wir hier das haben. So, Betrayal Strong, ja. Jetzt gehen wir wieder dahin und machen wieder
das da. König Kabasch. Gruftschwarm. Böser Damage. Okay. Oh wow. Das ist sehr gefährlich gegen uns. Auch heftig. Wow. Do not betray your king. Okay. Gut, noch zwei Runden warten. Dann machen wir das mit LOL. Eigentlich wollte ich noch irgendwas gucken oder so. Egal. Whatever. Dann gucken halt nichts, ne? Dann schauen wir halt einfach nichts. So, jetzt greift er an, ne? Okay. Gut, er greift an. Und ich habe nur... Ich würde mich da tatsächlich zurückziehen. Also ich könnte es vielleicht schaffen mit dem Warp-Borden. Er hat keine Winde der Magie. Ich schon. Er hat die Streitwägen. Aber die sind nicht so schlimm. Und die Warp-Border sind stark. Ich versuche das. Die sind schon gut. Und die machen hier echt guten Schaden. 10 Damage. Rüstungsdurchdringend. Ja, das ist schon solide. Weil das sind einfach nur normale Krieger. Klar, die haben Rüstung und sind stark, aber wenn man die... Ich glaube, das schaffe ich. Ich glaube, das ist machbar. Man muss sich auch mal was trauen, ne? Einfach mal hier. Mal die Warp-Border, die sind Stufe 3, die sind Stufe 1, die sind neu. Die Sklaven. Ja. Ich mache hier eine Konkave und dann gehe ich rein mit den Warp-Bordern und bumm. Ich muss mit den Bordern nur aufpassen. Die müssen da irgendwie zwischen den Einheiten stehen. Ich weiß noch nicht, wie ich das mache. Ich glaube, ich mache die ganz flach. Ganz eng. Dass sie zwischen die Einheiten passen. Und dann können sie auffächern und dann Fähigkeit klatschen. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Und was mir auch aufgefallen ist, so im Rückblick, ich habe einfach nur random irgendwie die Einheiten hingestellt. Das funktioniert überhaupt nicht. Eigentlich sollten die, soweit ich das weiß, die schwachen Einheiten, die wirklich schwachen Einheiten, vorne stehen, außer halt gegen sehr krasse Einheiten, tanken, weil dafür sind sie da, Fleischschild, während die guten Einheiten von den Seiten flanken und von hinten dann, ne, meine Sturmratten, die hätten nach außen gehört, ganz, ganz außen, damit die von hinten den vollen Schaden knüppeln können. Das wäre wichtig gewesen. Gut, ich habe jetzt hier keine Sturmratten, aber ich habe Clanratten. Die sind ein bisschen besser. So, das bedeutet, dass ich die Clanratten seitlich hinstelle. So ungefähr. So. Und die Sklaven in die Mitte. So. Ne? So ungefähr. Eins, eins, zwei, zwei, drei, drei, vier, vier, fünf. Passt? Passt. Gut. Und das sind die Clanratten, das ist das. Genau, so. Und dann stelle ich mich hier so auf. Aber, jetzt pass auf, jetzt wird's lustig. So. Und die mache ich ganz dünn. Okay? Ganz dünn. Und stell die... Jetzt muss ich überlegen, wie ich das am geschicktesten mache. Ich weiß noch nicht, wo ich die hinstelle. Ich würde mal sagen... So. So stelle ich mich auf. Und dann kommen die hier so rein. Okay, so ein bisschen nach hinten versetzt. Aber dass sie immer noch drin stehen. Und das gleiche mache ich ungefähr hier. So. So ungefähr. Ich habe jetzt nicht die Dings aus der Tiefe gemacht, was ein Riesenfehler ist. Hätte ich mitnehmen sollen. Habe ich nicht. Riesenfehler. Aber okay. So. Und der kann wieder das zaubern, was auch viel Schaden macht. Und Warpstone Scorch ist auch stark. Geschossresistenz ist vollkommen egal. So.
Er hat nur Nahkämpfer, genau wie ich. Aber ich habe welche mit Fähigkeiten und ich habe Magier. Das ist für mich besser. Das muss für mich besser sein. So. Jetzt bin ich sehr gespannt. Ah, in der Mitte. Okay, aber das ist okay. Das passt schon. Na gut. Genau. Die Clanratten habe ich außen. Oh, das ist böse. Ah. Was war das? Das war wahrscheinlich eine seiner Fähigkeiten, die er im Kampfscreen angezeigt hatte. Aber das ist okay. Das ist okay. So, hier kommen die Streitwägen. Ich habe natürlich nicht viel mit Speeren, aber schon so ein bisschen was. So. Und die Speere würde ich jetzt einfach mal nach vorne schicken. Einfach, dass er hier nicht so ein einfaches Spiel hat, ne? So. Genau, er geht da rein, wird komplett überrannt. So. Und die Warp-Leute, die können jetzt hier hin. Und die kollapsen hier drauf. Und die fangen sie hier ab. So. So, wo ist der? So. Falle, Damage. Hoffen wir mal, dass das jetzt klappt. Weil wenn ich verliere, verliere ich. Ne? Aber dann ist es so. Kann sich nicht bewegen. Das ist eigentlich auch nicht schlecht. Machen wir mal, kann sich nicht bewegen. So. Schaut gerade wieder mal sehr schlecht aus. Habe ich mich übernommen? Ich dachte, ich könnte hier was machen. Aber anscheinend kann ich da wenig machen. Weil ich halt nur wieder von vorne drauf knall. Ja, 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 das sieht dann schlecht aus. Schade. So. Macht's mal Damage hier. Ah, die hauen ab. Haut alles ab. Na gut. Okay. Ich dachte wirklich, ich könnte es schaffen. Aber anscheinend kann ich es nicht schaffen. Schade. Wo steckt der? In Problemen. Okay. Kann sich nicht bewegen. Ist halt schade, ich versuche dauernd irgendwelche klugen Dinge zu machen und dann klappt es einfach nicht, ne? Ist halt wirklich schade. Aber kann man nicht, wenn ich aufgebe, verliere ich? Nein, dann passt das noch, okay. Ja, muss man mal sehen. Die Einwurf-Border sind geflohen oder komplett zerstört worden. Aha. Auch interessant. Sind einfach weg. Ja, ich glaube, das ist verloren. Also Warp-Border sind schon gut, aber sie machen nicht so viel. Ja, sie machen nicht so viel. Ja gut, das ist gut. Da geht nicht mehr viel. Also auf der einen Seite gewinne ich, aber der Rest ist halt zu viel. Da fehlt einfach der Schaden. Es fehlt einfach der Schaden. Das ist krass. Man braucht Katapulte, Katapulte, Katapulte. Jazails und sowas. Weil nur mit so ein paar Rattendinger, da geht einfach nichts. Er hat einfach viel stärkere Einheiten. Ist so.
Aber hat, ist okay. Du kannst auch abhauen. Du auch. Ich hab's versucht, es sollte nicht sein. Es ist okay. Ja, ja, haut's alle ab. Alle fliehen. Alle hauen ab. Komm, alle hauen ab. So. Gut. Ist okay. Ist nicht so schlimm. Aber ja. Na, die Zahlen sprechen halt für sich. Passiert, passiert. Ist schwierig. Und der Warpboy, der hat gut Schaden gemacht, der gar nicht. Die waren sehr schlecht dabei, die waren ganz gut dabei. Aber der Rest, einfach nur reingeschissen, das war sagen gar nichts. Das ist halt krass, sehr krass. Aber okay, gehört dazu, ne? Ordentlich aufs Maul bekommen. So ist es halt. So, mal sehen, ob er überlebt oder ob er komplett zerstört wird. Er wird... Boah. Ja, aber das werde ich nicht halten können. Also wahrscheinlich verliere ich das Granitmassiv. Ja, ja. Cool. Ja, das werde ich sehr wahrscheinlich verlieren. Kann ich nicht halten. Nein, geht nicht. Ich komme nicht an die Katapult. Es ist krass. Wenn ich dieses Mal wieder verkacke, sage ich euch ganz ehrlich, dann werde ich nächstes Mal den Level 4 Cheese hier machen, weil es nervt. Es nervt einfach. Es nervt so krass. Weil das werde ich nicht halten können. Können sie voll vergessen, das geht einfach nicht. Das heißt, das hier wird alles kaputt gehen. Dann kriege ich auch das Wachstum nicht mehr. Und. Zwei Runden braucht er noch. Na gut. Ich kann ja gerade nichts anderes machen, ne? Einfach nur warten. Warum ich hier was sehe? Ach so, da ist der Kram. Ja gut, okay, cool. Mal gucken. Aha, der bleibt stehen. Auch interessant. Hier, Fraktion Wächter. Aber wo? Ja, ja, das ist... Brauchen wir gar nicht versuchen, ist gleich. Geplündert, aha, ausgeraubt und eingenommen. Ja, 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 ja. War klar, ne, war klar. Schauen wir mal, ob wir noch durchkommen. Ich meine, es schaut dort böse aus. Aber vielleicht kann ich es noch reparieren. Und wenn nicht, dann muss ich halt nochmal neu starten. Das wäre dann das vierte Mal. Ich glaube, das wäre dann das vierte Mal. Weil ich mit Skaven nicht warm werde. Skaven sind... Skaven spielen sich seltsam. Do not betray your king. So. My servant fails me. Na gut. Gut, ich kann jetzt ein Gebäude bauen. Wow. Natürlich wird's. Ich meine, ich könnte natürlich. Bringen die Grenadiere etwas? Giftwindkrieger. Gegen Infanterie. Die haben schönen Schaden, aber ganz im Ernst. Solange ich die Jessails nicht bekomme, ist es egal. So, jetzt gibt's erstmal Katapulte. So. Das könnte ich auch bauen. Haben oder nicht haben, ne? So. Schauen wir mal. So, wo sind die Wächter? Schwarze Pyramide, da sind die Wächter. Ja. Sie haben die Tomb Kings uns jetzt töten. Sie könnten es vermutlich. Obwohl... Die Zwerge können es auch. Ja, klar. So, der plündert mich. Auch interessant. Da Konföderation. Die Grimgorgs werden so stark. Das schaut schon echt bitter aus. Schaut schon sehr bitter aus. Ah, wir haben eine Unterstadt bekommen. Das ist schön. Könnte ich natürlich aufbauen, aber ich baue jetzt erstmal nur das da. Das reicht. So. Dann den wieder rekrutieren. Der geht raus. Der geht in defensive Stellung. Der geht da rein.
So, Truppen auf. Das ist gut, gut! So. Was gibt's? Schleuderer. Die sind. Ich weiß gar nicht, wie gut die sind. Sklaven. Ja, die sind eigentlich ziemlich schlecht. Okay, also die Warpbohrer haben mir ganz gut gefallen. Clanratten mit Speer. Ja. Clanratten. Clanratten. Sagen wir 4 Clanratten. Clanratten mit Speerschilde. Ja, Moment mal. Die sind halt sehr defensiv. Was gut ist. Ja. Vier Stück reichen. So. Genau, der macht das, der macht das. Das können wir wieder machen. Weil die Intrige der 13 ist einfach zu gut. Um sie nicht zu machen. Genau. So. 2,5. Bauen wir hier noch was anderes auf. Das braucht's nicht, oder? Warte mal, das kann jetzt doch weg. Das hat seinen Zweck erfüllt. Weil das zählt nur Nachbarregion. Und das war die hier. Genau, dann müssen wir jetzt hier weiterbauen. So. Ja, genau. So, dann bauen wir noch das da. Es gibt Nahrung und so weiter. Gut. Ja. Das bringt alles gar nichts. Das wäre halt auch nicht schlecht, aber teuer. Sehr teuer. Und so viel Geld macht das der. Oh, das macht viel Geld. Oh, guck mal. 15% davon. Ja, aber das baue ich lieber in Karabzorn. Ganz im Ernst. Weil 15% davon sind 70, 100. Oh, lassen wir jetzt erstmal. Schauen wir mal, ob wir das überleben, was hier passiert. Ich bin sehr gespannt. Das schaut schon wieder sehr schlecht aus. Aber jetzt weiß ich zumindest, dass die Quest wirklich tough ist. Da kommen eine Menge Skaven, da brauchst du AOE des Todes. Ich brauche halt einen Magier, das wäre wichtig. Einen guten Magier. So, der ist jetzt... Ja, jetzt pass auf. Er ist reingegangen. In einen Hinterhalt. So. Alter, ist alles stirbt, wenn ich das so machen würde. Nee. Und er ist in Forstmarsch. Das heißt, der müsste richtig krass leiden. Theoretisch. Aber mal gucken. Ich würde jetzt sagen, dass ich ihn erstmal, ich triggere die Verstärkungen, bevor ich irgendwas anderes mache. Erstmal die Verstärkungen triggern. Weil er stellt, die KI wird sich wahrscheinlich defensiv aufstellen. So. Das heißt. So. Clanratten außen, Speere außen, Warpbohrer zwischen rein. So. Genau. Sklaven. Ja. Genau. So. Das ist die Armee. So, und da hinten kommt Verstärkung. Weil da hinten Verstärkung kommt, stellen wir uns... eher hier so auf. Ist nicht optimal, aber naja, whatever. Ich glaube, dass ich die eher nach hinten schiebe. Ich will ja warten.
So. So, das heißt, der hier kann. So. Jetzt müsste doch die Verstärkung rauskommen, oder? Da ist er auch. Gut. So, noch ein Zauberer, das ist okay. Sturmratten, die Helden. Müsste alles gehen. Jetzt warten wir, bis die mal da sind, bevor wir sie aufstellen. Wir haben ein paar Schleuderer, Schattenläufer, die sind auch sehr gut. Schleuderer, auch sehr gut. So. Da fehlt aber noch ein bisschen was, oder? Das kann nicht alles gewesen sein. Was ist schon? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Okay. So, das ist noch ein Magier. So. Jetzt ist die Frage, die hier können schießen. Das heißt, die kommen noch hinten. Ich habe hier noch einen Warp-Bohrer. Das ist nicht schlecht. Sturmratten, Hellebarde. Mit denen muss ich halt aufpassen. So. So. Okay. Ja. Genau. Und ich würde mal sagen, dass ich die Armee irgendwie so ein bisschen splitte. Irgendwie so. Weiß nicht, es ist gerade ein bisschen schwierig. Zu sehen, wie ich das am geschicktesten machen möchte. Die könnten schießen. Das ist schon gar nicht so schlecht. Aber Schilder haben die nicht, okay. Genau. So, jetzt bewegt er sich ein bisschen. Und gut, wenn ich den rausnehmen kann, ist das ja schon mal gar nicht so schlecht. Dann würde ich den hier hinten ein bisschen Peekaboo. Guck mal dahin. Hier brauche ich noch ein bisschen Zeit. Die hauen einfach ab. Wie rum ist denn das? Ist das so richtig rum? Nee. So. So, da kommen die. So. Das heißt, Speere und Speere gehen da drauf. Und die auch. Bitte. Du läufst da lang. Ihr marschiert dorthin. Ihr könnt euch dem annehmen. Kann ich machen, dass sie sich nicht mehr bewegen können. Das wäre doch eigentlich gar nicht schlecht. Hat nicht funktioniert. Auch interessant. Okay. So. Wir müssen eher da drauf. Hier würde ich mal zurückziehen. Das schaut hier nämlich sehr schlecht aus. Da können wir drauf gehen. Das sieht eher gut aus. Huh.
Paradies der Didum, genau. Fight Attack, genau. Hier ziehen wir uns erstmal zurück. So, die töten wir. Ich muss halt Kämpfe nehmen, die ich auch wirklich schaffen kann. Das ist schon wichtig. Ich finde es interessant, der hier hat, der kann schießen. Schaut's mal. Was sind meine Warp-Bohrer? Hier. Da geht's doch mal richtig rein. Genau. So, und ihr könnt da doch so ein bisschen drauf gehen, ne? Da kann man jetzt drauf. Der hat sich hier zurückgezogen. Ich würde sagen, das schaut okay aus. Aber es ist halt tough, ne? Es ist krass, wie schwer dieses Level ist. Level. Die Schlacht mit dem ganzen Quatsch hier. So. So, sind das. Wo sind meine Sturmratten? Die stehen da hinten natürlich ganz schlecht. Die müssen so hier hin. So, ich möchte hier versuchen. Irgendwie Schaden zu drücken. Ja, mache ich. Ciao. So. Hier noch Warp-Bohrer. Und die muss ich mich kümmern. Die dürfen hier nicht alleine stehen. Die müssen irgendwie ein bisschen. So. Jetzt machen wir hier ordentlich Schaden. Jetzt gehen wir hier hin und dann dahin. Der zaubert nochmal den Warp Scorch hier drauf. Der zaubert ihn nochmal da drauf. So. Hier wird eine Armee erzeugt. Die kann instant weg. Die haut's mal weg. So. Das ist egal, das sind nur Sklaven. Wo sind meine Warp-Bohrer? Ah, da sind nochmal welche. Perfekt. Habe ich zwei. Habe ich drei? Ah ja. Hm. Nicht schlecht. So, und drauf da. Schön drauf da. So. Und so sollte das eigentlich laufen, habe ich das Gefühl. Dass man wirklich einfach mit Masse gewinnt. Na? Ja. So. Ja. Da ist der König. Sind die schon am Zerfallen? Ja, langsam zerfallen. Sie sind nicht gebrochen zerstört, aber ganz gut zerstört. 13 kostet der, ja, der ist teuer. Magier. Rüstungsdurchdringender Nahkampf. Spezial-Fernkampfwaffe. Ah ja. Okay. Ja. Und schön von hinten. So, der muss da weg. Der hat ja Rüstungsdurchdringung im Nahkampf. Der müsste es eigentlich ganz gut hinkriegen.
So. König noch töten. Ich glaube, das schaut gut aus, oder? Müsste. Schwierig wird es halt, wenn die Zwerge jetzt noch drauf kommen, weil ich jetzt keinen Hinterhalt mehr habe. Aber gut, das muss man mal sehen. So, aber ich glaube, das war's jetzt. Müssten alle zerfallen. Und gut ist. Ja. Okay, also der Hinterhalt hat funktioniert. Ich finde es halt schade, dass nach einem Hinterhalt der Stance weg ist. Für alle KIs. Das ist irgendwie unfair. So. Gut, wir haben gewonnen. War aber teuer. War durchaus teuer. Und ich glaube nicht, dass ich das nochmal hinbekomme. Vor allem gegen die Zwerge. Die Zwerge sind viel stärker. Ich meine, ich habe die Warp-Bohrer, ja, ich habe 3 Stück. Das ist nicht schlecht. Aber ob die das ausreichen? Boah. Ob 3 Warp-Bohrer ausreichen werden gegen die ganzen Zwerge? Ich glaube es nicht. Haben schon gut Schaden gemacht, ne? Aber. So, 1000 Gold, ja, Nahrung. Nee, nee, ich nehme jetzt diese 5%. Die machen nicht viel, aber. Besser als nix. Ah, der haut ab. Oh, ein Glück. Ja, schön. Dann haben wir noch eine Chance. Die abhauen, haben wir noch eine Chance. So, dann kann ich jetzt mir das eine zurückholen. Vielleicht. Ist gerade nicht massiv. Mal schauen. Ja. Hm. Seuchenclan. Oh ja. Die behalten wir. Da kriegen wir Skrolk dazu. Irgendwann. Mal sehen, was der dann kann. So. Okay. Gut. Dann gehst du jetzt dahin. Oh. Aha. Das könnte ich plündern. Oh ja, das sollte ich bald mal plündern. Okay. Aber. Warte mal, sind die im Krieg mit den Turkens? Ärgerlich. Weil wenn sie das eine ja gut machen. Na gut. So, eine Runde noch. Dann. Ich weiß nicht, ob ich die Schleuderer nehmen soll. Die sind nicht so toll, ne? Eigentlich nicht. Warp-Bohrer. Ich möchte ein paar Warp-Bohrer haben. Die sind nämlich echt gut, aber 2 Stück reichen. Und dann mehr Clan-Ratten, ne? Eigentlich sollte ich gucken, dass ich die Schattenläufer bekomme. Weil die echt gut sind. Also beide. Sowohl die mit den Schleudern sind gut, als auch die anderen. Und dann gibt es halt irgendwann Schleuder oder Gossenläufer, die sind ziemlich gut. Weil die haben Fangnetz, Schleicher, Vorhut, Ausweich, weil alles, was schießen kann, ist stark. Na, gute Reichweite, schöner Schaden, Assassine dazu, das werde ich irgendwann bauen müssen. Geht aber nur hier. So, Clanraten, Red Guard, das geht erst, wenn ich... Nothing can stop me, ass. Wann kann ich die bauen? Errichtet weitere Gebäude. Was brauche ich dafür? Quick Skill Tree. Ah, Skill Tree. Ja. Wann kriege ich die? Hier. Das dauert noch. Ab Rang 10. Verlustverstärkungsrate, Clanratten, Rüstung, Rekrutierung. Das macht Sinn. Gut. Was kriegt der? Armee des Helden, mehr Defense ist auch stark. So, und was bekommt der hier? Das da. Okay. Gut, dann warten wir ab, ne? Mehr geht grad nicht.
Hier habe ich was abgerissen. Hier könnte ich noch was bauen. Zum Beispiel das hier. Das ist halt nochmal Geld. Ne? Das hier bringt wenig. Ich meine, die Forschungsrate ist gut, aber kostet Geld und Nahrung. Finde ich jetzt aktuell nicht so nützlich. Das Plünderlager würde mich sofort entdeckbar machen. Ja, das geht gar nicht. Nee, nee. Die beiden finde ich auch aktuell nicht nützlich. Ja, dann nehmen wir doch... Ja, ein Nahrung minus. Aber ich habe aktuell Nahrung. Ja. Obwohl... Machen wir es mal so. Wie viel kostet denn so ein Katapult zum Ausbilden? Weiß wieder keiner. Na gut, müssen wir mal gucken. Zur Not reiße ich halt so ein Gebäude ab wieder. Also breche ich ab, meine ich. Das wäre dann auch okay. Gibt Schlimmeres. Man kann so ein Gebäude auch abbrechen. So, ich mache mal ganz kurz. Do not bore me, thing. I'll take head's bein for my trophy back. Gut, gut. So. Tic-Tac-Toe will Krieg. Ja, gut, aber der ist weit weg. Das ist egal. Das ist egal. Ich habe so viel Krieg mit allem. Niemand mag dies Gaben. Ich meine, ich verstehe es, aber. So viel Krieg. So, wo geht er lang? Ja, das war klar. So. Das war klar. Das tut weh. Das werde ich mir zurückholen müssen. Aber da kann ich hin. Berg Arachnos. Das sind noch keine Mauern und nix. Der will auch Krieg. Kommt nur alle her. Ja, ja. Züchterclan. Ich glaube, das ist kein legendärer Lord. So. Katapulte. 4 Stück. Boom. Das macht richtig Wumms. Genau. Gegen Infanterie, Medium Splash, schöner Schaden und auch wieder Tschüss. So. Und jetzt kann ich hier runtergehen, weil da ist nicht viel. Und das müsste ich schaffen können. Ich bin mit denen noch nicht im Krieg. All hail, Horned Rat. Doom decay. Sky forward. Unbending. Okay, da kommt er nicht hin. Dann können wir hier plündern. Das gibt Geld. Hier hat er nichts. Da kommt er nicht hin. Und nächste Runde ziehe ich mich zurück. Challenge me, me. Ich muss auf die Katapulte warten. Warte mal, eigentlich... Ich könnte noch 2 Katapulte machen. So gut das Plündern auch ist... Kann ich... Okay. Let the bell scream, scream. All hail, Horned Rat. Aha. Interessant. Gut, wie gesagt, dann kann ich jetzt hier ein Gebäude abbrechen, weil die Tunnel brauche ich jetzt noch nicht. Ist egal. Aber ich lieber noch einen Katapult dazu. Dann hat der 2 Katapulte, obwohl ich könnte ihm auch 4 geben. Ganz im Ernst. Hat ja keine Beschränkung. Ich kann ja 1000 Millionen Katapulte haben und 4 Stück ist gut. Ich weiß nicht, ob es übertrieben ist, aber... Okay. Machen wir es mal so. Gibt es was, wo ich sagen kann, ich krieg ein mehr Ausbildungsteil? Nee. Gibt es nicht. Schade.
Naja. Dann lassen wir es erstmal so. The next time you see Cladbrakak, it'll be your doom. Aha. Ja, aber er kommt ja nicht hin. Das habe ich ja geguckt. Genau. Und dann kann ich ihm nächstes Mal... Na, das ist schon gefährlich. Nee. Wir gehen da in Sicherheit. Bringt ja nichts. So. Ja, machen wir es so. Das passt schon. Dann sind die halt vier Runden da, die anderen kann ich... Ja. Dauert jetzt halt einfach. Ich meine, die Katapulte sind teuer. Mit 200 pro Ding. 4 Stück, 200, 800, 1600. 1600 von meinem Einkommen geht weg. Da bin ich sehr arm. Aber ich kann dann plündern, Armeen töten und ausrauben, Siedlungen niederreißen und so ein Scheiß. Das ist dann echt nicht schlecht. Und ich glaube, das geht dann einen langen Weg und macht eine ganze Menge. You have fought pestilence, yes, yes. They are nothing to Clan Mors. Genau. Der nächste, der Krieg will. Alle wollen sie Krieg. Aber jetzt habe ich Katapulte. Und ich habe Warp Border. Ich glaube, damit bin ich ganz gut aufgestellt. War ein langer Weg, war nicht einfach, aber wir haben es hingekriegt. Clan Mors-Sippe. Ich glaube, das ist auch nicht gut. Unterstadt. Sehr schön. So, der hat ja hier verschiedene. Na, ich kann ja mal gucken. Besitz. Ja, na warte mal. Okay. Das müsste eine Nachbarregion sein. Die Krummzahnfeste sehe ich nicht. Okay, ich würde das aber noch belassen. Und hier bauen wir jetzt halt einfach wieder... Zuck. Macht der hier viel Geld in Valyssas Light? Nö, gar nicht. Okay. Dann ist das egal. Dann lassen wir es so. Das kann man auch dazu bauen. Nahrung ist immer gut. Aber das machen wir jetzt langsam. Sind das hier wieder Charaktere, genau. Genau, ich glaube, Nachbarregion. Das hier ist Karak 8 Gipfel, Nachbarregion, Schwarze Eisenmine, Nachbarregion, Schwarzfels, Nachbarregion, Dingrokratz, genau, Nachbarregion, Karak Azul. Das lasse ich, das müsste passen, weil Lysas Leid, da brauche ich jetzt das Ding nicht bauen, ich meine, ich könnte, aber nö. Machen wir jetzt nicht. So. Der braucht noch ein bisschen. Der auch. Wisst ihr was? Vielleicht lasse ich das mit. Ja, der kriegt 3 Katapulte. Wir müssen nicht 4 sein. Oh, was ist das denn? Todeswindkugelgrenadiere. Auch interessant. Aber auch wieder teuer. Giftwindkrieger. Nee. Der kriegt das. Ganz viele Clan-Ratten. Ich könnte nicht... Ja, die brauchen wieder 2 Runden. Nee, ich will jetzt dann loslegen. Ich meine, die sind bestimmt gut. Aber ich habe jetzt Katapulte und das passt. Genau. Clan-Ratten, mehr Rüstung, das ist gut. Hier kostet alles... Okay, alles kostet hier Nahrung. Naja. Okay, gut. Plündert folgende Region, Todesklang. Da komme ich so schnell nicht hin. Ich meine, ich könnte es probieren, aber... Do not put me in an even. Erst muss ich das hier machen. Ist zwar schade, aber das geht nicht. Und das ist eh egal. Also das könnte ich machen. Vielleicht mache ich das auch. Das kommt darauf an, wie mein Geld nachher ausschaut, nach der Runde. Weil sobald die... Ja, schon 28 Züge. Ich stehe echt schlechter. Aber gut.
Nee, sobald ich... Aber so langsam verstehe ich auch, wie die Skaven es schaffen können, mit wenigen... Mit wirklich... Lol. Mit wirklich wenigen Städten so große, viele Armeen bauen, aufzustellen. Weil wenn die überall Unterstädte haben, die du nicht siehst, wo sie richtig Kohle machen, ich meine, jede Unterstadt macht bei mir dann so 500 Gold. Minimum. Auf großen Städten, die richtig krass sind, wie Itza oder Lamia oder so, oder hier Karab irgendwas, da muss ich mal gucken, ob ich da nicht später das Ding baue, die Mafia. Da machst du richtig Geld. Na? You're in my optics. So. Ja, weil die Unterstädte machen Gold. Und es kostet nicht so viel. Ne? Und so viel zu dauern, das ist jetzt so lang. Was ist das denn? Aha. Seltsam. Gut, Krieg ist fertig. Krieg kommt bis dorthin. Go. Obwohl... warte ich noch eine Runde? Ich glaube, ich gehe dahin und plündere einmal. Mein. Fein Warpstone. Yes. Genau, Scroll kommt bald. Ja. Dann genau. Okay. Dann warte ich noch ab, bevor ich hier was mache. Stink of betrayal strong. Okay, gut. Die eine Runde warte ich jetzt noch. Ich hätte wahrscheinlich noch die Unterreiche ein bisschen ausbauen können. Mache ich nächste Runde. Dürft besser sein. Also nicht besser, dürft auch passen. So. Besser ist es nicht. Und ja. Mal gucken. Mal schauen, ob und was sich hier noch tut. Ja, Kult der Sotek. Das Sotek ist auch wieder Echsenmenschen. Ich finde ja, also ich muss ja sagen, ich finde Tehenoin eigentlich von der Idee ziemlich cool. Er ist nur leider mechanisch nicht so cool umgesetzt. Na, Oxyotl ist richtig nice. Spielt sich seltsam, aber richtig cool. Ja, Gorok war einfach nur drüber. Dann Krokka ist mein Liebling. Wegen Blau und Echse und cool und so. So, ich komme hier nicht hin, aber ich komme hier hin. So. Gut. Ja. So. Umkreisen. Ich sehe nicht, wie ich das so knapp verlieren soll, Leute. Ich sehe es nicht. Aber gut. Wie viel Zeit hätte ich noch, da hochzukommen? 2 Runden. Nee. Eher nicht. What now? Raid, hunt, find. Stalk, sneak, yes. Okay. Move your tails. Move your tails. Need more trophies, yes. Jetzt ist er nicht mehr legendär, oder wie? Stinks like a glacier. Das ist halt immer noch sehr stark. Aber das wäre auch stark. Okay. Moment, warte, was? Untrusted Worm. Poison After. Poison After. Gut. Ja. Ich sehe keine Feinde, gar nichts. Ja, da mal hier das Dings versteckt. Hier brauche ich auf jeden Fall die Tunnel, das ist ganz wichtig. Weil hier schon sehr knapp jetzt. Da oben. Passt. Das passt. Gut. So, und jetzt muss ich ganz ehrlich sagen,
warum soll das denn so knapp sein? Ich meine, er ist langsame Infanterie. Die machen rüstungsdurchdringenden und Contaminant und Magic Damage und Bonus gegen Infanterie. Er hat nur Infanterie. Ich sehe nicht, wo das knapp sein soll. Und ich kann hier noch ein paar holen und dann boom, aber ganz im Ernst, das ist doch ein Freewin. 3 Katapulte. 8 Stück. Angeblich, aber das finde ich eh krass. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es 8 Katapulte sind. Pro Ding. Das wäre giga broken. Ich meine, der Schaden ist jetzt angeblich nicht so hoch, aber ich glaube, der ist schon sehr hoch. Bin ich ehrlich, ich glaube, der Schaden ist richtig hoch. So. Ich sehe nicht, wie die Gegner, wie die Zwerge, das sehe ich nicht. Vielleicht überschätze ich die Katapulte auch und sie sind mega schlecht, kann auch sein. Das sind echt 8 Katapulte. Holy crap, Mann, das ist heftig. Okay. Gut, dann wie immer. Clanratten in die Mitte. Ne, Clanratten nach außen. Auch schon wieder hier Fehler, ne? Warp-Bohrer dazu. So. Speere nach außen. So. So, die Warp-Bohrer sind eher hier so. Die würde ich ein bisschen zurückziehen, damit die nicht so krass Schaden nehmen. Sind ja auch eher gedacht, um unterstützend Schaden zu brettern. Und gut ist. So, jetzt ganz im Ernst, die müssen doch krassen Damage machen, oder? So, will ich jetzt mal sehen. Leute, schaut's mal. Nichts getroffen. Ernsthaft? Lol. So, die Armbrustschützen da feuern. Die auch? Ist okay. Naja, doch. Ja. Sind jetzt nicht so krass, aber es geht schon. Ja, doch. Ah ja, da hat der Ranger. Dann können wir mal die Ranger töten, ne? So. Ich bin immer noch unterwältigt davon, wie der Schaden hier ausschaut. Bin ich ehrlich, das schaut gerade nicht so geil aus. Aber gut. So. Schön Damage fahren. So, die haben das geschafft. Katapulte müssten hier schon noch ein bisschen Damage machen, ne?
Auf die paar Armbrustschützen kommt schon, Leute. Die haben wirklich sehr schlechte Trefferchance. Was echt bedauerlich ist. Aber na gut. Auch interessant, dass die da stehen. So rum. Was hat der hier noch? Ah. Der Sieg ist nah. Ja, schon, aber. Also, die Katapulte machen ja echt wenig Schaden. Ich dachte, die sind viel nützlicher. Wahrscheinlich gegen große Blobs, aber. Dass sie bei den Zwergen so reinkacken, hatte ich jetzt nicht gedacht. Ja, der Magier hat einen Nahkampfangriff. Und der hat Skalen, was auch immer das ist. Na gut. So, schön drauf. Und. Bum, bum, bum. Was sind die anderen? Also die haben echt eine schlechte... Ah, richtig! Richtig, die werden besser. Die werden dann besser, wenn man einen Warlock-Techniker hat, der die... Oder? Also ich glaube, es gibt eine Möglichkeit, die Genauigkeit zu boosten. Und ich glaube, es gibt auch die Möglichkeit... Genau, einerseits durch Erfahrung... dass die mit zunehmender Erfahrung mehr Genauigkeit bekommen. Und dann werden sie besser. Die muss man halt leveln. So. Das ist das eine Ding. Jetzt haben wir es. Richtig. Naja, wir haben es gewonnen. Das passt schon. Bumm. Kann sich nicht bewegen. Ich wüsste gerne, ob das stimmt. Kann nicht rennen. Search Struck. Aber Search Struck ist hier was anderes. Ich glaube, das waren die Warp Border. Nee? Wer macht denn das? Kann sich nicht bewegen, kann nicht rennen. Gut, egal. Wir haben gewonnen. Das heißt, wir plündern den Scheiß jetzt. Zwar richtig krass, ausrauben. Das gibt Geld, 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 Geld. Ich bin gespannt, wie viel. Und dann... Knifflig. Gut. Also, knapper Sieg. Aber es gibt Nahrung. Om nom 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 nom. Schaut so widerlich aus. Dann gibt es Geld. 10.000er. Nehme ich. So. Einen Rang. Auch nicht schlecht. Loyalität ist hochgegangen. So. Und ausrauben. Boom. So. Gut. Das schaut doch richtig schön aus. Der ist soweit mit dem Scheiß fertig. Dann gibt es jetzt den Warblitz, den möchte ich mal hochbauen. Er steht da rum. Na ja, gut, da geht gerade nichts. So. So eine Armee kostet 1800. So eine Armee 1600. Das heißt, ich hätte noch das Geld für eine weitere Armee. Aber wie gesagt, das wird der Kommandant Skrolk. Das kann ich gerade nicht ausbauen, ne? Ja, 5 Runden. Nee, da warte ich noch. 5000 auch. Nee. Brauche ich jetzt auch nicht. Wie gesagt, Nahrung ist voll. Naja. Okay. Naja, der fährt noch weiter. Du gehst hier lang.
So, jetzt probiere ich gleich was aus. Ich bin sehr gespannt, ob das klappt. Und zwar wüsste ich gerne, ob man eine Aufnahme auch pausieren kann. Ich habe da nämlich Hotkeys eingerichtet und das probiere ich gleich mal aus. Da kommt eine kleine Armee, die ist jetzt ein Held. Ich hole mir trotzdem erstmal das Granitmassiv. Wahrscheinlich baue ich das gleich auf 3 hoch. Weil das Zeug habe ich, die Nahrung, das passt schon. Wann mache ich sonst? Ich mache sonst mit der Nahrung nichts und ich kriege die auch wieder. Das geht schon. Das ist halt alles so fluktuierend, ne? Garrot. Eine Obsidian-Klinge. Steuersatz, Während eines Festmahls bei den Feinden verschlungen werden und eure Kriegsherren eifersüchtig ihre Wünste vergleichen, prahlt einer von ihnen mit etwas zu lauten Worten von dem Plünderschatz, den er gefunden hat und zu dem eine wertvolle Reliquie gehört. Okay, also das wäre Führerschaftseffekt der Charakteraura minus 3. Und es bleibt. Ist nicht gut. Die Klinge ist geil. Oder ich nehme einfach das Geld für 6 Runden. Und ich nehme einfach das Geld. Clan Carrion has offered us a giant cat. Red Breeder, lol, for a price. This game is on breeding and turning giant rats, having them around may improve our food situation. Das ist stark, kostet 2000. Aber es ist stark und das nehme ich mit. So, und jetzt probieren wir mal, ob ich dieses pausieren kann. Jetzt schauen wir mal. Ich glaube, das müsste so gehen. Nee, tut's nicht. Okay, lass mich mal kurz in OBS schauen. Ich habe das nämlich mal eingestellt gehabt. Ich wollte wissen, pausieren. Steuerung, Umschalt, Post 1. So, jetzt schauen wir mal. Steuerung, Umschalt, Post 1. Macht er nicht. Aha. Okay, klappt gar nicht. Ah ja. Seltsam, also es steht hier drin, Aufnahme pausieren. Aha. Macht er nicht. Schade, schade, schade. Ich hätte gerne kurz eine Aufnahmepause gemacht. Aber, das google ich jetzt einfach mal schnell. OBS, Pause, Recording, Not Working. Genau, schauen wir mal. While in recording state, the recording button is split and a small pause button is included. Pause button is gray. Aha. Okay, versuchen wir es nochmal. Ich bin sehr gespannt. Huh. Okay, wisst ihr was? Ich mache jetzt hier einfach eine Pause. Das ist jetzt eine Stunde, ist ein kleines Video, macht nichts. Mache ich hier jetzt kurz Ende, probiere das mit der Pause mal aus, ob das klappt, wie das ausschaut. Und dann sehen wir uns in der nächsten Aufnahme. Ich wünsche euch wie immer einen wunderschönen Tag, macht's gut, bis dann, ciao. Hey there, thank you for watching. If you'd like to support me, simply hit the thumbs up button. Do you have any wishes, feedback or suggestions, put them into the comments below. You may also subscribe if you're new to the channel. I wish you a wonderful and stress-free day. Take care. Bye-bye.